Hallo, mein Name ist David Kreins von der Firma Fido Bürosysteme. Heute zeigen wir Ihnen mal die neue Serie von Konica Minolta. Wir hatten bisher die BITSAP 250, also mit 0 endende Druckserie 250i. Und jetzt sind wir hinten mit der 1 endenden 251i, 301i, 361i, 451i, also die komplette Range hat sich geändert. Die wollen wir Ihnen jetzt einfach mal präsentieren. Was ist denn neu? Was gibt es alles in dieser Modellreihe? Hier zeigen wir Ihnen mal das Einstiegsgerät mit 25 Seiten Druckgeschwindigkeit in A3. Aber auch die anderen Systeme blenden wir Ihnen einfach ein, wie die nachher ausschauen, wo sich was dann nachher verändert hat. Gehen wir einfach mal auf das komplette Hardware ein. An sich optisch sieht es alles noch gleich aus wie bisher. Wir haben im Prinzip immer noch das 10,1 Zoll kapazitive Display, sogar mit haptischem Feedback, wenn Sie irgendeine Taste drucken, wenn Sie das eingestellt haben. Dann haben wir einen Originaleinzug drauf, wo Sie auch wählen können zwischen dem Dual-Originaleinzug, der die Dokumente zieht und zweimal leicht zurückzieht, um die Rückseite dann zu erfassen. Das ist jetzt schon die Nummer größer. Das ist der Dual-Scanner. Da hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Was ich eigentlich ganz cool finde, früher hatte man häufig das Thema, dass die Dinger halt aufgrund der Schwere und vielleicht auch, dass die Feder nachgelassen hat, stark runtergefallen sind, nur in der obersten Position gehalten haben. Und heute haben wir schöne Soft-Close-Technologie, ähnlich wie bei einem Toilettensitz. Also geht der Originaleinzug langsam runter und es kommt nicht vor, dass der irgendwie auf die Originalplatte knallt. Was hat sich an der Maschine verändert? Ist hauptsächlich eigentlich das Betriebssystem. Die Maschine ist leiser geworden, verbraucht weniger Energie. Das ist ja immer so ein Thema, wo wir eher den Fokus legen. Sparst letztlich Stromkosten ein, die Maschine fixiert auf niedrigere Temperaturen wie bisher und dann kann ich auch hergehen und einfach sagen, die Unterhaltskosten sind auch wieder geringer. Und dann gibt es noch verschiedene Optionen, die man dazu kaufen kann. Es gibt den normalen Unterschrank, wo Sie einfach irgendwas lagern können. Sie können aber weitere Papierkassetten hinzunehmen, weil ein A3-System im Standard halt zwei Papierkassetten hat. Und dann können Sie noch verschiedene Finishing-Optionen dazu buchen. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Zweifachablage, die versetzt ausgibt. Aber man kann hier auch einen internen Finisher reinmachen. Da gibt es jetzt auch eine Neuerung. Bisher war der interne Finisher nur so, dass Sie Eckheftung und Doppelheftung machen können. Optional natürlich auch eine Lochung mit einer Locheinheit. Aber Sie konnten nicht manuell die Dokumente, die ausgegeben worden sind, noch im Nachhinein heften lassen von dem Gerät. Und da haben Sie vorne dann später so einen Schlitz dran, können Sie diese Dokumente reinlegen und dann tackert er Ihnen letztlich die Dokumente, wo Sie eigentlich nicht vom Druckauftrag an sich diese Heftung vorgenommen haben, sondern tatsächlich im Nachhinein dann halt hingelaufen sind. Das lassen Sie sich von der Maschine heften und ist auch extrem flach. Und meistens ist es ja so, je mehr getackert ist, desto mehr stapelt sich das im Ordner. Und hier ist es dann einfach so, dass es schön flach bleibt. Und dann gibt es noch externe Finisher, einmal mit Broschüre, einmal ohne Broschüre. Vorteil von einem externen Finisher ist nicht, dass er jetzt mehr heftet, sondern einfach mehr Papierkapazität ablegen kann. Man kann weiterhin versetzt ausgeben, die Dokumente. Man hat halt dann einfach 3000 Blatt oder halt oben 200 Blatt und dann im Bauch der Maschine auch nochmal 100 Blatt, hat er mehrere Ausgabefächer. Muss ich mal überlegen, braucht man das oder braucht man das nicht? Wenn ich jetzt oft Anleitungen oder sowas drucke, wo ich viele Dokumente habe, dann macht ein externer Finisher Sinn. Dann kann ich sagen, okay, das brauche ich jetzt 10 Mal für meine Maschine, die ich gemacht habe. Dann liegen die alle seitlich schön drin und man kann letztlich, muss nicht 5 Mal zum Drucker laufen, um den Bauch zu leeren, weil der jetzt wieder voll ist. Das war so der grobe Zusammenfassung von der neuen 1er-Serie. BITSAP 251i und Gebrüder, die da dabei sind. Und wenn Sie sich dann näher informieren wollen, klicken Sie bei uns in der Beschreibung auf den ersten Link. Da leiten wir Sie dann direkt zu unserer Homepage. Da können Sie sich dann informieren oder auch gerne beraten lassen. Rufen Sie einfach an. Vielen Dank.